Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sick City. Ich habe die Grafik nochmal hochgeschraubt. Ich habe gesehen in meinem Video, ich habe es leider nicht ändern können, das ist ein ganz vorheriges und der Ton, ja, muss mal schauen. Aber ich habe bisher verbessert, was immer noch extrem laut ist. Das sind die Nebengeräusche und alles. Aber das kriegen wir schon hin. Da rede ich halt ein bisschen lauter. Ne? So. Ich weiß gar nicht mehr, was wir tun müssen. Ah, man hat hier Loot. Ich muss auf die Map schauen. Ich soll irgendjemanden finden, gell? Hier steht es bestimmt, oder? Hier. Was steht denn da? Konflikt. Es besteht ein Konflikt zwischen der Familie Trugmoso und Insmauser. Oh, oh, oh. Also, Konflikt Trugmoso und es besteht. Okay. Und das hier? Robert Trugmoso, suche seinen Sohn Albert in der Hafen, verschwanden, nachdem er von einer Meeresexpedition. Ach, das war mit der Meeresexpedition, alles klar. Dann schauen wir mal weiter, was sagt denn der Polizist? Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ich habe keine Waffe, Junge. Wer hier? Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ja, mir aber nicht. So, hier ist die Lupe. Bisschen überfragt, wo ich hingehen soll. Ah, erstmal hier hin zu dem. Wie geht man denn am blödsten? Geht einfach mal. Feuerchen. Schicke Autos. Okay, von hier kommen wir anscheinend nicht ran. Oder müssen wir tick-tack über. Das ist da unten Wasser. Ah, da ist schon Wasser, okay. Da müssen wir rauf und links. Alles. Laufen wir mal. Hier runter wahrscheinlich, oder? Ja, das ist immer genau richtig. Ah, hier waren wir doch vorhin schon. Fischerfälle. Ah, wieso nochmal hierher? Vergessen. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Aber wieso zeigt es mir dann an? Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Ist da gehen Sie? Okay. Dann wieder zurück. Dieser Weg. Jetzt wäre ich fast ins Wasser gefallen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen hier zu diesem Boot hier oder Kutsche oder was auch immer das. Was soll das sein? Kann ich das anvisieren? So, und jetzt zeigt mir nichts an. Ja, egal. Das ist ja hier. Ja, dann kann es ja nur hier lang gehen, oder? Ganz schön schwierig. Wie kommt man denn hier rauf? Da hinten am Steg vielleicht? Falsch. Naja. Ja, moin. Da sind wir falsch. Servus, servus. Ich dachte zuerst, der läuft schon. Der läuft ja noch schon. Sag mal. Ganz schön verwirrend hier. Was ist der Ton? Was ist das? Viecher. Das ist eine Ratte. Eine große Ratte. Wie kann ich denn meine Waffe rausholen? Da ist noch eine. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Das Ding. Hier, oder? Under the key. Oh,
Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Ah. Hier ist eine 2. Was bedeutet die 2? 3? Ich meine, hier kommt man erst rüber. Hier so rüber. Da ist ein Anker. Was bedeutet das? Hafen, okay. Ja, genau. Ja, geh mal rein in die Bar. Alter, wie sieht's denn hier aus? Wie wär's mal, wenn die Putze hier durchwischen würde? Seien Sie auf der Hut! Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Okay. Gibt's ein Inventar mit I oder sowas? Oder? Oh, oh, oh! Was war das? So schlage ich. Aha. Wir müssen. Ah, mit Q. Mit Q kann man das hier. Und auf. Auf E schlage ich. Okay. Hier ist das Ding. Kommen Sie. Ja, hi. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Wirklich? Zum Beispiel? Nicht so schnell, Neuankömmling. Ich sehe viele Dinge. Und einige davon beschreibe ich Ihnen, vielleicht wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Ein Dollar? Ihr Geld ist hier nichts wert, Neuankömmling. Okay, was dann? Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak. Und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Geben wir eine Patrone? Ich weiß nicht, wie viele Patronen. Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt, auch Sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und große Säulen. Umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Toll. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, ich will meine Patrone zurückhaben. Ja. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Scheiße. Die Wahrheit wird sich schon bald offenbaren. Ich habe lediglich einen kurzen Blick von ihr erhascht. Warum habe ich bloß das Gefühl, übers Ohr gehauen worden zu sein? Tja. Wie kann ich denn den Brief da unten wieder ausblenden? Ah ja, gut. Was sagt er hier? Ah, jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Okay. Machen Sie das nicht nochmal! Doch, mach ich. Machen Sie das nicht nochmal! Warum? Was ist das? Willkommen im Under the Keel. Yeah. Was darf sein? Nix. Wiedersehen. Wiedersehen darf sein. Wollen wir hochschauen, oder? Was ist denn hier? Alter, wie sieht's denn hier aus?
Sehr hygienisch. Der sagt gar nichts, dass ich hier rumgehe. Wieso? Ah, man muss draufbleiben auf dem Knopf. Zweimal Schießpulver. Oh, dann habe ich ja doch was in dem Boot vergessen. Das hätte mir einer sagen können vorher. Was möchten Sie trinken? Nix. Erkunden erstmal, hä? Da lockt ja noch einer. Was? Verschwör! Oh. Ich fleisch Gras. Der hier. Wirklich. Das finde ich, das ist eine richtige abgefuckte Spielunke hier. Die Tür gibt nicht nach. Ich muss leider noch mal ins Boot zurück. Ich habe da, glaube ich, was vergessen. Ah, halt. Okay, nochmal zurück, oder? Weil ich habe im Boot was liegen lassen. So. 80% sicher, dass ich was liegen habe lassen. Und ich möchte ja nichts liegen lassen. Das war jetzt echt langweilig, nochmal zurückzulaufen. Aber... soll ja alles looten, oder? Soll ja nichts da lassen. Ich habe hier mal die Tür ausgemacht und bin ich auf den Kopf geblieben. Siehste? Na toll, zwei Federn. Naja, hat sich gelohnt. Hier schlagen kann, kann ich ja meine Waffe wechseln auf 1, 2, 3, 4, 3. Gibt's wahrscheinlich noch nicht. Hier gibt's aber kein Turtle oder gar nichts, gell? Du musst einfach selber rauskriegen. Wie lange hält das an? So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir kurz ein Stotterchen gemacht. Dann habe ich doch zu hoch geschraubt. Eigentlich meine 10. Meine 1060 müsste das ja locker schaffen. Grimhaven. Gehen wir jetzt hoch oder gehen wir in Grimhaven auch noch rein? Das ist hier. Ja, ich bleib mit dem Kuchen. Der sagt nichts. Auf Anweisung von Robert Throckmorton ist der Hafen geschlossen. Gehen Sie! Ja. Ich gehe. Ich frage mich aus dem beschissenen Hafen hier rauskommen. Ich komme halt nicht raus. Wie kommt man denn hier weg? Toller Hafen. Das sind zwei. Das sind zwei. Sollte hier. Wie kommt man denn aus dem verfluchten Hafen raus? Das ist so irgendwie besser. Wer ist er? Wir quatschen. Hören Sie auf! Was? Wo
Probleme, oder was? Hatschi! Ah, da waren zwei Linien links gerade, wo er mir in den Weg irgendwann angesiedelt. Okay, hier komme ich nicht raus. Hier in der Bar war ich schon, hier geht's nicht weiter. Nee, wieder hochklettern oder so. Nein. In den Baum klettern. Wie ist denn jetzt hier? Exit. Über. Ja. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben, ja. Oder? Ach da, hier vielleicht. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Ah, das sind so Zeichen. Ist das so auch da? Ja. Achso, das zeigt mir an, wo was ist. Falls ich es übersehe. Okay. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Ein Gelesener. War jetzt die Treppe? Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Ja, ich auch. Bis jetzt laufe ich hier erstmal nur rum. Was mit ihm? Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Sagen Sie mir, was hier passiert ist. Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... Ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief. Wow. Kommt mir bekannt vor. Pardon. Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl. Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken.
Ich befürchte langsam das Schlimmste. Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Cowell hab ihn selig. Cowell? Wer ist denn Cowell? Wer ist denn dieser Cowell? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Cowell ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Belassen wir es für den Moment dabei. Genau. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowell. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Neue Hinweise, da, Hinweise. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Tut, tut! Tut, tut! Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Aha. Jetzt? Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Ja, ich auch. Gerade eben. Wo ist das Vieh? Was hat er denn da in der Hand? Drücke kurz auf den T. Für weitere Informationen. Hinweise. Oh, meine Güte, Karte. Inneres Auge. Mit Hilfe des inneren Auges siehst du Dinge, die andere nicht sehen können. Zeichenfolge. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen. Die dir den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Wow, da gibt's ja echt viel, hä? Schlösser. Schlösser und dünne Bretter können zerstört oder zerschlagen werden. Ich kann tauchen auch noch. Achtung, meine Güte. E halten. Um den Druck eines Taucheranzugs langsam wiederherzustellen, falls er beschädigt ist. Aha. Okay. Oh Gott, das ist ja viel zu viel auf einmal. X drücken, ausblenden. X drücken. Helfen Hinweise auf der Benutzerfläche an, damit du dein aktuelles Ziel nicht aus den Augen verlierst. Dann X, oder was? Ich drücke X. Passiert nichts bei X. Nein, hier jetzt. Plötzlicher Anfall von Wahnsinn. Albert kehrt von Sinnen zurück. Konflikt ruft man sich. Okay. Okay, das ist ja das alles. Machen.
Gonna, Nechri, Gonna, Gebheil, Nugrujim, Nahavjim. Gemacht ist. Okay, das war also diese fremde Sprache, die er gesprochen hat. Hier ist nichts, oder? So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Nehmt's mit. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. So sehen also Innsmouther aus. Sehr geil. Das war alles schön. Boah, das Spiel ist nicht so schön vorbei. So sehen also Innsmouther aus. Genau. Inzüchtler hört sich fast an. Das war's jetzt dann hier, oder? Nicht, dass ich was übersehe. Ich will nämlich gar nichts übersehen. Oh Mann, die halbe Stunde war echt schnell rum. Ich muss leider morgen in der Früh um 6 Uhr in der Arbeit sein. 4 Uhr aufstehen. Na? Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Hier war ich schon, oder? Ja. Hier ist es ja echt gammelig. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin soll, ehrlich gesagt. Sich hier alle Schlüsselhinweise gefunden. Hier ist die Bar. Wie komme ich jetzt hier hin? Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben. Ja, wenn ich nicht oder? Weiß, wie ich hier rauskomme. Weiterkommen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Tja, bis jetzt bin ich echt, stehe ich auf dem Schlauch. Geht keine Tür raus, also irgendwie komme ich von dem Hafen nicht weg. Aber leider ist diese halbe Stunde schon rum und ich muss echt ins Bett. Ich muss noch morgen wirklich um 4 in der Früh aufstehen, sonst würde ich nochmal 2 Folgen zocken und die hochziehen. Aber leider habe ich keine Zeit mehr. Also dann, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Hopfi.